Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute ein ganz spannendes Thema. Leinenführung. Ja, genau. Viele von euch haben sicherlich ein Problem damit, wenn die Hunde ziehen. Ja, das nervt auch. Und ich möchte euch heute mal ganz kurz zeigen, was ihr machen könnt, damit euer Hund nicht so an der Leine zieht. Aber wie fange ich am besten an beim Spaziergang? Ich demonstriere es euch mal an dem Hund Monty. Ich habe hier erstmal jetzt ein Halsband und eine Leine und habe einen Hund. Viele von euch kennen das Problem, ihr seid mit eurem Hund unterwegs und er zieht unentwegt an der Leine. Aber wo beginnt dieses Problem eigentlich? Die meisten Fehler in der Leinenführung beginnen bei dem Start des Spaziergangs. Viele Hundehalter machen den großen Fehler, dass sie am Anfang, bevor es zum Spaziergang geht, die Hunde erstmal aufpeitschen. Also mit solchen Worten wie, ja, jetzt gehen wir spazieren, ja fein, freust du dich schon? Und der Hund ist dann auch in dieser Hektik und dann geht man zusammen raus und der Hund zieht an der Leine. Besser ist es, man geht in Ruhe in den Spaziergang und dann kann der Hund sich auch diese Energie vom Menschen ein Stück weit abnehmen. Wenn ich zum Spaziergang gehe, dann möchte ich, dass der Hund mich nicht durch die Gegend zieht. Aber wie schaffe ich das? Ich zeig's euch. Monty, komm her. Hier hin. So, wir leihen den Hund also an. Also ob ihr den Hund sitzen lasst oder nicht, bleibt euch überlassen. Ich möchte nur, dass der Hund sich ruhig verhält, angemessen verhält und nicht die ganze Zeit durch die Gegend turnt. Monty ist total entspannt, ihr seht es an der Körpersprache, dann geht man mal so ein bisschen auf Tuchfühlung. Das sind so meine Leckerchen, ne? Das ist so meine Schokolade für den Hund, nämlich mal einen Knutscher geben, den hat man immer dabei. So, und dann gehen wir gemeinsam raus. Jetzt gibt es ja viele Leute, die sagen, oh, mein Hund darf nicht als erstes durch die Tür, das hat was mit dem Rang zu tun und so, dann nimmt er mir den Rang ab. Also, wenn ihr keine Probleme mit eurem Hund habt, und ihr ein super entspanntes Leben miteinander führt und ihr draußen keinen Stress habt und euer Hund verträglich mit Artgenossen ist und der zieht euch nicht die ganze Zeit durch die Gegend, dann darf der auch schon mal als erstes durch die Türe gehen. Also, da brecht ihr euch keinen Zacken aus eurer Führungskrone. Jetzt in dem Fall gehe ich einfach mal vor. Die Tür wird geöffnet. Ich mache mit einem kurzen Signal klar, nämlich mit einem Das sind ausreichende Signale, um dem Hund zu zeigen, du darfst jetzt nicht durch diese Türe gehen. Und jetzt gehen wir. Komm. Super, Schatz. Nicht vergessen, auch immer wieder den Hund zu loben. Nicht übermäßig, ne? Also auch nicht hektisch loben. Viele machen ja den Fehler und sagen, ja, das hast du fein gemacht, hast du super gemacht, toll, 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 toll. Dann peitscht der Hund sich hoch und dann sagt man, oh, jetzt ist er aber komisch drauf, warum ist er jetzt so hektisch? Also, denkt immer daran, alles ist hausgemacht. Wenn ihr viele Türen im Haus habt, ja, dann könnt ihr auch öfter üben. So, die nächste Tür geht auf. Kurzes, dieses Signal setze ich einfach ein, damit der Hund eben lernt, in bestimmten Situationen einfach abzuwarten und was macht er? Er wartet ab. Alles klar, auf geht's. Mein neuer Online-Kurs, die Sprache der Hunde, ist ab sofort verfügbar. Über 20 Jahre Erfahrung im Umgang mit Hunden habe ich in diesen Kurs gesteckt. Ja, ein Herzensprojekt von mir. Wenn du mehr über diesen Kurs erfahren möchtest, ja dann klick einfach hier unten und dann bekommst du weitere Informationen. Aber jetzt zum Video. Der eigentliche Prozess beginnt immer am Anfang des Spaziergangs. Und wenn euer Hund an der Leine zieht, ja, dann bleibt ihr am besten in eurer Ausgeglichenheit und in der Ruhe. Baut erst einmal den Kontakt zu eurem Hund auf und geht in die Beziehung, ja, und nicht sofort in die Erziehung. Ein Hund, der gerne mit seinem Menschen unterwegs ist, zieht nicht an der Leine, weil er orientiert sich ein Stück weit an seinem Menschen. Also ich bin jetzt hier mit Monty gerade auf Tuchfühlung und jetzt gehen wir gemeinsam los. Wenn er jetzt zieht, was ich hoffe,
dass er es tut, damit ich euch zeigen kann, was ihr dagegen machen könnt, dann setze ich ein Signal ein. So. Hier seht ihr jetzt, der Hund geht ja ein Stück weit vor mir, neben mir, habe ich überhaupt kein Problem mit. Solange die Leine durchhängt, und ihr seht, ich habe die Leine recht lang, solange die Leine also durchhängt, ist das überhaupt kein Problem. Also, wer glaubt, nur weil sein Hund da vorne geht, der wäre dann nicht mehr der Chef, macht man es daran fest, ob ein Hund vor einem Menschen läuft, dass der Hund dann der Chef ist? Das glaube ich nicht. Jetzt merkt ihr gerade, Monty möchte jetzt ein Stück weit darüber laufen. Wenn ihr damit ein Problem habt, lenkt ihn kurz ab und lenkt die Aufmerksamkeit wieder auf euch. Super Schatz! Seid freudig mit dem Hund unterwegs und zeigt ihm auch schon mal, dass ihr Bock habt, euch zu bewegen. So, und wer sich so bewegt, genau, der kann auch wieder die Bremse reinmachen. Stopp! Baut wieder die Beziehung auf. Super Schatz! Also man erlebt gemeinsam schöne Dinge und zeigt dem Hund dadurch auch, dass er sich an euch orientieren soll. Und natürlich darf er auch schnuppern und die Welt erkunden, ne? Und auch mal pieseln. So. Das ist super wichtig. Also er ist ein Hund, ne? Der ist kein funktionierender Gegenstand oder ein Gebrauchsgegenstand, der für euch die ganze Zeit funktionieren muss in eurer Gesellschaft. Also denkt immer daran, baut die Beziehung zu eurem Hund auf. Ihr habt jetzt eben gesehen, Monty und ich haben eine wundervolle Beziehung aufgebaut. Das kann man nur machen, wenn der Hund einem vertraut. Ich werde jetzt mal wieder zurückgehen in die Hundetagesstätte. Und wir schauen mal, ob er jetzt mal ein bisschen mehr zieht. Komm, Monty. Super. Jetzt seht ihr, was er macht? Ich mache die Stimmungsübertragung. Merkt ihr das? Guckt mal, wenn ich es jetzt so mache, dann... Super. Also ihr könnt da ganz viel selber entscheiden, ne? Also ich kann in Ruhe und ich kann in Unruhe mit dem Hund unterwegs sein. Ruhe reinbringen, abwarten, schleichen, 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 abwarten und komm. Leine beißen ist nicht erlaubt. Grenze zeigen, ne? Wie ich euch eben gesagt habe, Grenze, Grenze. Super, mein Schatz. Und wieder Beziehung. Beziehung aufbauen bedeutet für mich ganz viel in der Mensch-Hund-Beziehung. Für mich ist es das A und O der Mensch-Hund-Beziehung, weil wer keine gute und gesunde und harmonische Beziehung zu seinem Hund aufbaut, der kann auch von ihm nicht so viel erwarten. Und der Monty macht das super. Komm, Schatz. Habt ihr gesehen? Ich laufe, er will in die Leine reinbeißen und ich mache einfach wieder mein klares akustisches Signal mit dem Bei der Leinenführung ist also immer darauf zu achten, dass man selber eine ruhige, ausgeglichene Energie mit auf den Spaziergang nimmt. Diese überträgt sich dann wiederum auf den Hund. Macht euch nicht verrückt, wenn es mal nicht so gut läuft, weder beim Hund noch beim Menschen. Wir sind alle keine Maschinen. Auch Hunde sind Lebewesen. Bedenkt das bitte. Und wenn ihr dann mal unterwegs seid und ihr merkt, ach, es läuft super, ja, dann freut euch. Und wenn es mal nicht so gut läuft, macht einfach mal eine Pause. Atmet mal durch und erwartet nichts von dem Hund, was ihr selber nicht erfüllt. Bewegt euch schon mal ein bisschen schneller, also so wie ich es eben gemacht habe, mal ein bisschen laufen, dann mal ein bisschen schleichen. Baut also immer wieder die Beziehung mit eurem Hund auf und zeigt ihm, dass ihr gerne mit ihm unterwegs seid. Dann wird er euch auch bereitwillig folgen. Wenn euer Hund schon mal vor euch läuft, ist das kein Drama. Er sollte euch nur nicht die ganze Zeit durch die Gegend ziehen.
Hunde dürfen auch schnuppern. Hunde dürfen auch mal irgendwo pieseln und markieren. Ja, die wollen ihre Umgebung einfach auskundschaften und das halt am liebsten mit der Nase. Ich finde, Monty hat das heute super gemacht. Er hat das ganz deutlich gezeigt, dass er das kann. Also es kommt immer darauf an, wie wir mit den Hunden sind. Und jetzt würde ich noch gerne versuchen, wie der Monty sich in einer Leinenbegegnung mit einem Artgenossen verhält. Seid ihr dabei? So, wie versprochen, nehme ich euch jetzt gemeinsam mit Monty in eine Leinenbegegnung. Also da hinten ist jetzt gleich schon ein anderer Hund mit meiner Mitarbeiterin, der Sarah. Und wir gehen jetzt gemeinsam in diese Leinenbegegnung. Achtet bitte darauf, wie eure Körpersprache ist. Stellt euch mal etwas positiver auf. Lasst die Leine locker. Bitte nicht so wickeln und immer so an dem Hund reißen. Ich mag das nicht, wenn man die Hunde die ganze Zeit so streng nimmt, sondern seid mal ein bisschen lockerer, seid auch mit euch lockerer und positiv und geht mit mir gemeinsam in diese Leinenbegegnung. Hier seht ihr jetzt, Monty nimmt schon mal Maß, ne? Er möchte zu dem anderen Hund hin und jetzt kommt der Moment, wo ich ihn zum ersten Mal eingrenze. Seht ihr das? Hier kommt jetzt, ich schnippe gerne mit dem Finger und halte so die Hand hin, damit der Hund weiß, selbst an langer Leine, jetzt orientiert er sich an mir. Dann gehen wir in die Beziehung, so wie eben auch ohne Ablenkung. Wir sind also wieder in der Beziehung, nicht in der Erziehung. Und wenn der Hund sich jetzt an mir orientiert, dann kann ich auch wieder ein Stück näher gehen und ich kann aber auch wieder die Grenze setzen. Also ihr habt zweimal die Möglichkeit. Am besten ist, ihr greift gar nicht mit der Leine ein, sondern setzt hier die Signale, aber ihr habt immer noch ja den Notanker, wenn er dann trotzdem nach vorne prescht. Okay, verstanden. Also Grenze setzen über akustisches Signal, optisches Signal und gegebenenfalls hier noch an der Leine zurückziehen. Gut, jetzt können wir näher gehen. Und wieder Grenze setzen. Wir sind jetzt noch näher am Hund dran. Jetzt ist es richtig schwierig. Wieder optisches Signal. Seht ihr? Ein klein bisschen kann man hier einwirken, aber nur ein klein bisschen. Das hat er jetzt angenommen. Und dann unterhaltet ihr, bevor sich die Hunde unterhalten, erstmal mit dem Menschen. Und das ist immer ganz, ganz wichtig. Viele Leute vergessen das einfach. Die grüßen auch andere Hundehalter nicht mehr und sind dann recht unverschämt, unfreundlich zueinander. Also und miteinander vor allen Dingen. Denkt immer daran, dass ihr positiv auf andere Menschen, auf andere Hunde zugeht. Jetzt hat Monty gelernt, dass es Grenzen gibt und dass es Regeln gibt. Und wenn man die einhält, nicht hat, dann darf man auch zum anderen Hund hingehen. Toll gemacht, super. Und jetzt, wenn der andere Hund natürlich will, ne? So, der Lucky hat jetzt gerade gar keinen Bock. Und dann habt bitte Verständnis auch, auch für den anderen Hund und auch für den anderen Hundehalter. Also im besten Fall fragt ihr natürlich vorher, ob ihr oder der andere den Kontakt zulassen wollt, loslassen wollt. Ja, wenn nicht, wenn die andere Seite sagt, nee, gerade nicht, auch der Hund sagt, nee, gerade nicht, ja, dann akzeptiert es und nehmt es auch hin und geht bitte respektvoll miteinander um. Gut? Ja, Sarah, du bist entlassen, dankeschön. Also nicht von deiner Arbeitsstelle, sondern nur aus dieser Situation. Ja, die Leinführung, was für ein Thema. Ihr habt vielleicht jetzt von diesem Video gedacht, jetzt kommt die neue Formel. Die Formel von Andreas Olichschläger, die euch zeigt, wie ihr mit eurem Hund umzugehen habt. Ich bin der Meinung, dass wir immer bei uns anfangen sollten. Ich bin gegen die quadratische Formel, die jeden Hund in irgendein Korsett drückt und wir ihn dann, ja, manchmal sogar kaputt trainieren. Ich bin eher ein Freund davon, dass wir Menschen in die Veränderung gehen und sich unser Hund dann bereitwillig anpasst. So, ich habe jetzt drei Tipps für euch, die ihr bei eurer Leinenführung eventuell gebrauchen könnt. Erstens, startet bitte euren Spaziergang in Ruhe. Peitscht euren Hund nicht auf. Also viele machen ja den Fehler und sagen, hey, ja, toll, jetzt gehen wir spazieren, jetzt gehen wir Gas, ich warte 2 Minuten, ich leine dich jetzt an und dann gehen wir raus und toll. Und dann soll der Hund ruhig mit euch spazieren gehen?
Den Spaziergang ruhig starten? Wie ist das möglich? Es liegt an euch. Also bleibt bitte in der Ausgeglichenheit, bleibt ruhig und seid positiv mit eurem Hund. Hört auf, an ihm rumzumanipulieren, sondern versucht euch in eine gesunde Ausgeglichenheit zu bringen, damit der Hund mit euch eine gesunde Beziehung aufbauen kann, auch vor jedem Spaziergang. Zweitens, setzt bitte klare Signale. Ich schnippe zum Beispiel gerne mit dem Finger, setzt diese Grenze mit der Hand, dann habt ihr auch immer noch als euer Notanker die Leine, verknüpft sie bitte positiv, ja? Also nicht zu eng und zu straff den Hund immer wieder an sich reißen. Hunde brauchen zwischendurch auch den Freiraum. Darum setzt bitte klare Signale, kurze, prägnante Signale. Textet eure Hunde nicht zu. Ihr kennt sicherlich auch das Problem, dass viele Hundehalter ständig mit ihren Hunden reden. Monty, lass es sein, Monty, komm her, Monty, pass auf, Monty, geh da weg, jetzt zieh nicht so, jetzt lass hier hin und sitz. Und ich habe dir doch schon 100-mal gesagt, ne? Bitte nicht zutexten. Redet nicht so viel mit euren Hunden, sondern setzt eben diese klaren Signale. Der dritte Punkt, macht euch bitte nicht verrückt. Auch wenn es mal nicht so gut läuft, gibt es auch wieder Tage, an denen es besser läuft. Also wenn ihr mal 5 Begegnungen hattet und davon waren 3 schlecht und 2 gut, ja, dann nehmt die 2 positiven mit nach Hause. Textet eure Hunde bitte nicht zu. Also dieses ewige, komm mal hierher, setz dich mal dahin, ich hab dir doch gesagt, du sollst da nicht hinlaufen. Also macht den Hund ganz verrückt. Setz klare Signale, setz klare Grenzen und gebt klare Freiheiten. Also mein akustisches Signal und mein optisches Signal des Eingrenzens wirkt häufig Wunder. Ihr habt aber immer noch die Leine als Notanker, wenn mal irgendwas nicht so gut läuft. Ich vermeide es häufig, die Leine einzusetzen, weil die Leine soll ja positiv verknüpft werden. Bedenkt bitte, zieht eure Hunde nicht die ganze Zeit durch die Gegend und lasst euch nicht ziehen. Bei der Leinenführung kommt es immer darauf an, dass ihr die richtige Energie nach außen ausstrahlt. Diese überträgt sich auf den Hund und der Hund gibt sie dann weiter an andere Hunde und an andere Hundebesitzer. Seid freundlich miteinander, geht respektvoll miteinander um, sowohl mit euren Mitmenschen als auch mit den Hunden. Habt auch Verständnis dafür, dass manche Menschen mit ihren Hunden Probleme haben. Ja, dann nehmt doch einfach ein Stück weit Abstand. Dann klappt es deutlich besser. Und im besten Fall geht ihr noch zusammen spazieren. Und irgendwann klappt es dann auch mit der Leinführung. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert doch einfach meinen Kanal. Dankeschön, dass ihr wieder dabei wart und wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Video.